Voreifelzeit wird Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Köln. Gute Beratung, gut für Sie in den Regionen Rheinbach, Meckenheim und Bornheim. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Voreifelzeit. Heute bei dem schönen Wetter einfach mal nicht aus unserem Studio, sondern direkt von draußen, von vor unserem Studio. Reiten ist ja schon gar nicht so einfach. Dann aber auch beim Bogenschießen immer ins Schwarze zu treffen, das ist noch schwieriger. Vom Pferd aus mit Pfeil und Bogen ein Ziel zu treffen, das ist wahrscheinlich dann am allerschwierigsten. Mein Kollege Horst Götze konnte sich davon selbst überzeugen zu Besuch bei den Steppenreitern. Wir sind hier nicht bei den Hunnen in der Mongolei, sondern in der Eifel bei Blankenheim auf einer kleinen privaten Pferderanch. Und um was es hier geht, erklärt uns einer der Veranstalter. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Neugebauer. Wir sind hier in Dahlem-Barsum auf der Waldrandranch und veranstalten ein Turnier im berittenen Bogenschießen. Ein Qualifikationslauf für die deutschen Meisterschaften mit Gästen aus ganz Deutschland, aus Frankreich und aus Luxemburg. Und was hat dieses Outfit zu bedeuten? Die Teilnehmer sind teilweise, wie jetzt ich im Augenblick, auch in authentischer Gewandung eines Reitervolkes gekleidet. Mongolen, Skythen, Hunnen, das waren eben teilweise bekannte Reitervölker. Der Wettkampf funktioniert in etwa so. Es gibt eine 90 Meter lange Bahn, die in höchstens 18 Sekunden durchgaloppiert werden muss. In der Mitte der Bahn steht ein Ziel mit drei Scheiben. Die vordere, von hier aus gesehen linke, ist das Ziel während der ersten 30 Meter des Galopps. Im Laufe der nächsten 30 Meter muss auf die mittlere Scheibe geschossen werden. Und auf den letzten 30 Meter muss der Schütze nach hinten gerichtet, von hier aus gesehen, die rechte Scheibe treffen, was naturgemäß am schwierigsten ist. Der Reiter sollte so viele Pfeile wie möglich abschießen. Die Anzahl der abgeschossenen Pfeile sowie die Treffer werden hier am Tisch dokumentiert und bewertet. Und weil diese Sportart so viele Freunde gefunden hat, gibt es auch einen Verein. Mein Name ist Rolf Kretschmann, ich bin der Vorsitzende der Steppenreiter e.V. Wir sind eine kleine Gruppierung, ein Verein mit ca. 120 Mitgliedern. Hier in Deutschland angesiedelt und treffen uns ja, 4, 5, sogar 8 Mal jetzt im Jahr zu einem Wettkampf, Qualifikationsprüfungen zur deutschen Meisterschaft. Damit den Meisterschaften der Nachwuchs nicht ausgeht, wird mit den Kleinen schon mal kräftig trainiert. Und mal ganz nebenbei ist das somit auch ein toller Spaß für die ganze Familie. Apropos Meister. Hier galoppiert der amtierende deutsche Meister. Und mal sehen, ob ihm heute wieder ein Sieg gelingt. Mein Name ist Klaus Meyer, das ist mein Sohn. Und wir beide schießen gerne Bogen vom Pferd. Und es hat ein paar Mal da so weit gereicht, dass wir auch die deutsche Meisterschaft gewonnen haben. Zuletzt vor 2 Jahren in Panitsch bei Leipzig auf der ehemaligen Pferderennbahn. Und wie stehen Sie selber zu Ihrem Sport? Man kann berittenes Bogenschießen einerseits als angenehmen Sport betrachten, der in der Lage ist, einen zu entspannen. Man ist an der frischen Luft und man ist draußen. Man kann es aber auch als Kampfkunst sehen. Und wenn man es so betrachtet, dann hört man eigentlich niemals auf zu lernen. Und das Interessante daran ist, finde ich, dass man sich jederzeit selber begegnet in der Ausführung.
Und im Prinzip dient jeder Wettkampf nur dazu, sich selber zu überprüfen, seine eigenen Fehler und seine eigenen körperlichen und mentalen Schwächen herauszufinden oder wieder einmal zu erkennen und dann wieder etwas dagegen zu tun. Für Joachim Rutloff ist der Wettkampf jetzt zu Ende. Und wie ist es so gelaufen? Heute zum Beispiel bei dem Wettkampf ging es sehr gut für mich. Ich hatte keine Nullrunde, immer auf etwaigen Scheiben, die auch recht schwierig zu treffen waren, meine Trefferpunkte. Ich bin zufrieden mit dem Wettkampf. Mehr als zufrieden. Gewonnen hat auch diesmal Klaus Meyer. Zweite wurde Melanie Prestin und dritter Frank Wieland. Und wir drücken natürlich auch für die deutschen Meisterschaften im berittenen Bogenschießen dann ganz fest die Daumen. Wettkämpfe zu Pferd gibt's auch am kommenden Wochenende. Wo, das verraten wir jetzt in unseren Veranstaltungstipps. Freitag, 30.08.2013 gibt es im Drehwerk Adendorf eine Tanzrevue der 70er Jahre mit der Gruppe Holly Hoppers. Beginn 20 Uhr, Einlass 19 Uhr. Von Freitag 30.08. bis Sonntag 1.09.2013 feiert das Tambourchor Rheinperle Sechtem ihr 90-jähriges Bestehen im Festzelt Grundschule Bachstraße in Sechtem mit einem ausgiebigen Programm. Die beliebten Ritterspiele auf Burg Satzwey finden Samstag, 31.08. ab 14 und Sonntag, 1.09.2013 ab 12 Uhr statt. Spieler, Gaukler und stolze Ritter auf ihren Schlachtrossen erwarten sie. Im wunderschönen Brunnenpark in Bornheim-Reusdorf finden schon seit Mitte Juni die Konzerte der Reihe Reusdorf Klassik Sommer statt. Wenn es aber regnet, ziehen Musiker und Publikum in eine Kulisse um, die sich ein Top-Designer nicht schöner hätte ausdenken können. Mein Kollege Horst Götze hat sich das mal angeschaut. Ein Cello und 1000 Getränkekisten, wo gibt's denn sowas? Die Reusdorfer, die wissen das. Da, wo es das leckere Mineralwasser gibt und da, wo Edzard Anders von der Mineralbrunnen AG die Reusdorfer Classics organisiert. Allerdings meist nicht zwischen Getränkekisten, sondern im schönen Brunnengarten. Das jedoch nur bei gutem Wetter. Wir haben vor 4 Jahren diesen Park hier errichtet. Einer der schönsten Plätze hier in Reusdorf mit dem Pavillon, so wie er im letzten Jahrhundert schon gestanden hat. Und da ist mir einfach spontan die Idee gekommen, dass wir hier, dass genau der richtige Platz dafür ist, um klassische Konzerte zu veranstalten. Nun, da es heute ein bisschen regnet, findet das Cello-Solo-Konzert von Philipp Matthias Kaufmann in der Halle von Reusdorfer statt, umrahmt von vielen bunten Flaschen. Mir geht es darum, Ihnen Folgendes zu zeigen. Ich habe dann immer wieder zwischendurch versucht, Abstand zu den Stücken zu nehmen, um sie neu zu entdecken. In der Fachsprache unter Musikern nennt man das, was sonst passiert, abgenudelt. Das heißt, das Stück wird genudelt, bis es nicht mehr geht und Sie können es selber nicht mehr hören und müssen es aber wieder spielen. Also habe ich versucht, durch Improvisationen oder indem ich ganz andere Sachen dazwischen gespielt habe, irgendwie Abstand zu den Stücken zu schaffen und dann wieder neu reinzugehen. Thank you.
Ich fand vor allen Dingen sehr schön so die eigene Interpretation, die der Künstler jetzt selber dazu praktisch gefunden hat und wie er das eingeführt hat, auch, also gerade auch die Sprache dabei, die hat mich sehr begeistert. Na bitte, wieder ein schöner Nachmittag mit Kunst, Kaffee, Kuchen und natürlich Mineralwasser aus Reusdorf. Reusdorfer Classics gibt's auch im nächsten Jahr wieder. Kommen Sie doch einfach mal vorbei. Wir legen jetzt eine ganz kurze Pause ein und danach geht es für uns ein bisschen tiefer in die Eifel. Also bis gleich. Der Quell unseres Lebens. Wasser. Erleben Sie den Geschmack von Leichtigkeit und Wohlbefinden. Reusdorfer Wellness. Erfrischt und belebt. Ein köstlicher Luxus. Reusdorfer Wellness. Regionalgas. Regionalgas Bio, umweltschonend und preiswert heizen. Mit Bio-Erdgas aus der Region. Ohne Grundpreis im ersten Jahr und mit extra langer Preisgarantie bis 2015. Alle Infos jetzt auf regionalgas.de. Regionalgas. Regionalgas. Ganz persönlich, kompetent und regional. Voreifelzeit wird Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Köln. Gute Beratung, gut für Sie in den Regionen Rheinbach, Meckenheim und Bornheim. Wenn's um Geld geht, Sparkasse. Willkommen zurück zur Voreifelzeit. Auch heute zeigt uns einer unserer Zuschauer wieder seinen Lieblingsort. Hier ist mein schönster Platz. Jens Becker aus Monschau mailte uns, sein schönster Platz sei hier in Monschau die Altstadt. Und obwohl er selbst hier wohnt, kann er sich nicht satt sehen an dem bunten Treiben inmitten der historischen Kulisse. Sie kennen doch bestimmt auch wunderschöne Orte in der Voreifel. Melden Sie sich einfach auf unserer Webseite mit Vorschlägen und dann stellen wir auch Ihren Lieblingsort hier in der Sendung vor. Von uns war es das für heute schon wieder. Die ganze Sendung können Sie sich noch einmal im Internet anschauen. Ich hoffe, Sie sind auch nächste Woche wieder dabei zu einer neuen Ausgabe Voreifelzeit. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.
Voreifelzeit wurde Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Köln. Gute Beratung, gut für Sie in den Regionen Rheinbach, Meckenheim und Bornheim.